Das ist Toni Turnfestwart und er hat gerade gelesen, dass das 33. Bayerische Landesturnfest in Regensburg stattfindet. Er freut sich. In diesem BTV-Video geht es um die Anmeldung im DTB Gymnit für das Landesturnfest. Freudestrahlend setzt sich Toni an seinen Rechner, um seine Vereinsmitglieder anzumelden. Er geht auf die DTB Gymnit-Seite und beginnt mit der Registrierung. Und hier sind wir jetzt auf der Login-Seite vom DTB Gymnit. Hier unten findest du die Datenschutzerklärung. Da gibst du die Zugangsdaten ein und drückst auf Einchecken. Klickst auf den Schlüssel zur Vereinsanmeldung. So gelangst du in die Stammdatenverwaltung deines Vereins. Links siehst du den Reiter Turnfeste. Klickst drauf. Hier gehe ich über das Suchfeld, gebe bei Ort Regensburg ein und starte die Suche. Jetzt erscheint das 33. Bayerische Landesturnfest in Regensburg. Drückst drauf auf Buchen. Jetzt sind wir in den Allgemeinangaben. Hier bitte den Lastschrifteneinzug ermächtigen und vor allem das richtige Konto auswählen. Runterscrollen zur Rechnungsanschrift. Ganz wichtig, hier wird automatisch immer die Anschrift von der Person, die die Meldung ausführt, eingetragen. Viele Vereine möchten aber, dass die Rechnungsanschrift die offizielle Anschrift des Vereins ist. Das kannst du hier in dem Feld ändern. Einfach überschreiben. Weiter geht es mit den AGBs und der Datenschutzerklärung. Bitte bestätigen. Außerdem soll von allen erwachsenen und betreuenden Personen ein Ehrenkodex vorliegen und ein erweitertes Führungszeugnis bei betreuenden Personen. Bitte das bestätigen. Falls du noch irgendeine Frage hast, kannst du das hier unten über Nachrichten an den Ausrichter einschreiben. Speichern. Und kurz erwähnt, alle Infos rund um das Turnfest findest du in der Ausschreibung, als Beilage oder online unter turnfest23.de. So, weiter geht's hier in der Vereinsmeldung. Hier hast du ein Dropdown-Menü, in dem du auswählen kannst, ob jetzt zum Beispiel in einer Gemeinschaftsunterkunft übernachtest oder ob dein Verein bei der Fahnenausstellung teilnimmt, am Festzug und der Abschlussveranstaltung und dem Deutschen Turnermusikfest. Auf Speichern drücken und jetzt geht's weiter. Teilnehmer melden. Zuerst alle Teilnehmenden, also Sportlerinnen, Kampfrichterinnen und wer für den Verein gemeldet ist, hier anmelden. Ich gehe jetzt über die Suche meinen Mustermann und meine Musterfrau. Setze jetzt hier einen Haken und klick auf Anmelden. Wichtig bei Wettkampfsportlern, dass die Angaben, die dein Verein hier gemacht hat, übereinstimmen mit den Angaben, die im Turnportal für die Beantragung der DTB-ID und des Startrechts hinterlegt wurden. Also Name, Geburtsdatum, Adresse sollen auf jeden Fall übereinstimmen. Wenn du alle Personen drin hast, geht es weiter mit Teilnehmer gruppieren. Und wir gehen gleich weiter zum Teilnehmerbeitrag, also den Festbeitrag. Hier gibt es verschiedene Altersklassen und die Unterscheidung der Festbeiträge für BTV-Mitgliedsvereine und Mitgliedsvereine aus anderen Landesteilen. Wir buchen jetzt mal Monika. Einen Festbeitrag Turnfamilie unter 19 und für Max Mustermann den Festbeitrag Turnfamilie über 19. Jetzt werdet ihr gleich sehen, dass oben weitere Reiter aufgeklappt werden. Hier geht es dann weiter in Unterkunft und Verpflegung. Das ist die Liste, in der du buchen kannst, wie viele Nächte ihr bleibt. Diese unterscheidet sich wieder durch die Altersklassen bzw. Kosten. Als Beispiel buchen wir für Monika unter 18 2 Nächte. Auf Anmelden drücken. Und für Max Mustermann gehen wir nochmal zurück, buchen ihm 3 Nächte in dem Zeitraum hier vom 28.04. bis 1.05. und auf Buchen drücken. Dann setzt du hier einen Haken nochmal und auf Speichern drücken. Die Unterkünfte sind gebucht. Jetzt geht es weiter mit den Mitarbeitern.
Hier kannst du Kampfrichter und Helfer dazu buchen. Dann auf Wahlwettkämpfe. Wir gehen mal auf die Einzelwettkämpfe, da zeige ich euch noch mal ein Beispiel. So, wo gehen wir hin? Hier Geräteturnen, Vierkampf, weiblich 14 bis 15 Jahre, auf Anmelden drücken. Das kommt nur für unsere Monika Mann in Frage, also Person melden. Setzt du einen Haken und sollst die DTB-ID eintragen. Die habe ich jetzt nicht. Also schaue ich mal, ich versuche mal die Person zu melden, was passiert. Tada! Oh, eine Fehlermeldung. Das Startrecht fehlt noch. Also bitte die DTB-ID bis zum Meldeschluss nachreichen, die muss vorliegen, sonst erhält die Sportlerin kein Startrecht. So, dann kannst du weiterklicken hier bei Gruppenwettkämpfen, Startgemeinschaften, wenn ihr Sportlerin für andere Vereine freigeben möchtet, die Vorführungen, Seminare, falls ihr da was buchen möchtet, oder die Veranstaltungen. Genau. Ich zeige euch jetzt nochmal im Shop. Da könnt ihr Frühstückssets bestellen oder Badelatschen. Das machen wir hier mal in Größe 38 für die Monika. Bestellen, zack, ein Klick entfernt. Und dann drücken wir mal auf Kosten. Mal schauen. Also, wir haben jetzt hier Leistungen im Wert von 157,50 Euro bestellt. Und somit ist deine Buchung abgeschlossen. Überprüfen kannst du alles nochmal in den allgemeinen Angaben. Bitte schon nochmal genau, ob jeder Teilnehmer eingebucht wurde. Und somit hast du es endlich geschafft. Weitere Informationen findest du unter www.turnfest23.de oder die Anmeldung bei dtb-gymnet.de. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.